Die Danger Zone, meine Freunde, ist wirklich schwer. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber streiten. Aber wir kommen einigermaßen gut voran. Und jetzt möchte ich mir direkt Level Nummer 13 angucken. Und das sieht aber dafür schon wieder umso asozialer aus, wenn ich das mal so sagen darf. Boah, da muss ich wahrscheinlich genau da durchschießen und... Yay. War fantastisch. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss, damit das hier einigermaßen funktioniert. Garantiert muss der große Stein hier runterfallen. Was genau muss ich dafür tun? Wahrscheinlich einfach mal gegen ihn schießen. Wie wär's? Schießen wir mal drauf, oder? Ja, hast du fein gemacht. Hast du super getroffen. Ach so, der... Oha, der zieht dann gleich alles mit. Ja gut, so geht's natürlich auch. Das ist auch eine ganz coole Methode. Jetzt ist nur die Frage, wie mache ich den Rest? Schieße ich... Wie mache ich den Rest, ja? Schieße ich dahin. Ja, und jetzt... Boah, wäre jetzt noch das TNT kaputt gegangen. Das wäre mein persönliches Highlight gewesen. Aber da machen wir es eben so und auf jeden Fall schon mal ganz super, dass wir die Welt geschafft haben. Mit welcher Sternenanzahl ist mir jetzt beim ersten Mal ja relativ wurscht. Ja. Von mir aus. Habe ich jetzt zwei Einser hintereinander. Das ist eigentlich nicht so schön, aber fürs Erste soll es mal reichen. Mal sehen, was die anderen Welten noch so bringen. Jetzt haben wir nämlich hier Level 13. Netter Start, aber ich glaube, das nimmt kein gutes Ende. Oh, da war eine Wand. Jetzt habe ich die leider zu spät gesehen, sorry. Können wir da gleich rüber? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Und dann geht das TNT nicht kaputt. Schade, weil genau das hatte ich eigentlich damit bezwecken wollen. Nee, dann ist es wahrscheinlich schon richtig, dass wir erstmal da reingehen. Das wird auf jeden Fall schon mal richtig sein. Oh cool, da geht sogar bis ganz nach da drüben. Boah, stell dir mal vor, da wäre das TNT auch noch aktiviert worden. So, jetzt muss ich erstmal da ganz darüber. Und dann so drauf, dass das TNT... Ja! Scheiße, aber es geht nicht kaputt. Oh, dann wird's schwierig. Dann weiß ich jetzt nicht, wie ich den Rest packen soll. Dann muss ich jetzt hier auf das Eis gehen, oder wie? Damit das irgendwie so in sich zusammenfällt, dass der andere auch noch drauf geht. Aber das war zu erwarten, dass das nicht passiert. Das heißt, der ganz Kleine muss auf jeden Fall schon vorher sterben. Sobald er das nicht tut... Ja, jetzt sieht das Ganze doch schon viel besser aus. Sobald er das nämlich nicht tut, haben wir da nicht viel Chancen. Okay, und ich glaube, man muss das auch mit so vielen Vögeln machen. Weil wie gesagt, jetzt da auf das Eis drauf und dann fällt der Turm nochmal in sich zusammen und wir schaffen das. Also schaffen, kein Problem. Aber die Frage ist natürlich jetzt, wahrscheinlich jetzt wieder bei 115.000 gibt es 3 Sterne. Das würde mich nicht wundern. Und wisst ihr was? Ich will es herausfinden, weil ich habe hier auf jeden Fall noch Potenzial gesehen, mehr Punkte rauszuholen. Und nachdem das Level jetzt nicht so schwierig ist eigentlich, möchte ich direkt mal die Chance nutzen. Ah, habt ihr gesehen, dass dieser Stein hier, der hätte eigentlich gegen das Eis gehen müssen. Ich glaube, das wäre der Clou gewesen. Da hätte er gegen das Ding gehen müssen, ja, ja. Das habe ich schon gesehen. Probieren wir gleich nochmal und dann schaut diesen Stein hier an, auf den ich hier gerade zeige. Ich glaube, dieser Stein ist, oder das irgendwie, da jetzt, ja! Ja, Mann! Genau so! Ja, Ast rein! Fuck, und jetzt verkacke ich es mir mit dem Vogel. Ich pack es nicht. Ich pack es nicht. Das ist mal wieder so typisch für mich. Aber genau das war ideal. Ich bezweifle nämlich so ein bisschen, dass das mit dem anderen... Ja, das mache ich jetzt. Das mache ich anders. Scheiße, ich habe mir nicht gemerkt, wie ich das... Nee. Ich glaube, da muss ich schon ganz rein. Der da ist es nämlich. Genau, und der muss auf... Irgendwas muss jetzt da noch drauf. Irgendwas. Wie gesagt, Möglichkeit 2 wäre, dass dieser Stein das für mich erledigt, aber... Der geht halt auch nur da drauf. Oh, das ist jetzt ärgerlich. Da war ich jetzt so nah dran und dann habe ich, weil ich überhastet war, habe ich da jetzt nicht drauf geachtet. Oh, ist das ärgerlich, Leute. Das ist echt ärgerlich. Das war wahrscheinlich so dieser Jahrhundert-Shot, den man einmal in 1000 Versuchen kriegt. Ja, so wie es ausschaut, ist es tatsächlich so. Weil alles andere... Oh, warum war ich da so... Oh, so übereifrig. Scheiße. Also damit habe ich es mir jetzt echt verkackt. Jetzt hat... Ah, es bleibt immer wieder... Ja, doch! Warum geht das nicht kaputt, Mann? Wie behindert ist das denn? Oh Mann, ey, aber das ist jetzt ärgerlich, weil wenn ich das eh schaffen... Ja, jetzt hat... Oh. Wieder nicht. Ich kann aber auf Glück spekulieren, dass es mit dem hier klappt, aber... Da komme ich jetzt doch nicht mehr zum TNT durch. Scheiße, ich hatte den Jahrhundertschuss und ich habe ihn vergeigt. Sowas ärgert einen dann doch schon ganz schön krass. Schade, jetzt hat der Turm so hart gewackelt, dass ich schon... Dass ich mich verklickt habe. Dass ich schon fast dachte, ich könnte es nochmal schaffen. Ja, das bringt uns natürlich rein gar nichts. Ah, fuck, ey, Leute, das ärgert mich. Ich hätte es schaffen können und ich habe es einfach vergeigt. Ah. Und wieder geht es so nicht kaputt. Ich glaube, wir können so nicht mehr an mehr Punkte kommen, ne? Das ist halt blöd, wenn man weiß und man gesehen hat, dass man es mit 2 Vögeln schaffen kann. Dann glaube ich auch nicht, dass bei 115.000, dass es dann da die 3 Sterne gibt. Nee, das muss der Jahrhundertschuss gewesen sein. Das kriege ich nicht nochmal hin. Das kriege ich einfach nicht nochmal hin. Ja, jetzt ist die Konzentration auch irgendwie ein bisschen weg. Das ist deprimierend, unendlich deprimierend. Einfach nur schade. Einfach nur schade. Ja, weißt du was, komm. Das hat keinen Sinn. Gehen wir zur Welt 15, Level 15. Soll ich denn das jetzt machen hier? Weltklasse, Wolf! Weltklasse! Also erstmal fangen wir so an, damit das in sich einstürzt. Kann man das hier kaputt machen? Ja. Bringt nichts. Also uns. Und mit dem soll dann auch noch der kaputt gehen. Was zur Hölle? Vielleicht soll ich da unten durchschießen? Dass es da unten hinfällt? Das muss da unten irgendwie hinfallen. Ja, genau. Anders ist das ja gar nicht möglich. Und dann das Ganze noch irgendwie so, dass es da drüben hinfällt. Ja. Und wie soll ich jetzt den letzten schießen, dass der beides killt? Das geht doch gar nicht. Na, war zu erwarten. Ja, warum hat der eine das auch überlebt? Das heißt, ich muss gleich mal hier hinschießen. Und dann muss das bitte irgendwie in sich so zusammenfallen, dass es da unten den anderen noch mitreißt. Sieht gut aus. Ist auch so. So, mit dem zweiten gehen wir wie gesagt dahin. Das dürfte auch kein Problem sein. Oder? Doch, jetzt geht er da drüben nicht kaputt. Natürlich. Natürlich, war ja klar. Weil mit dem letzten schießt er dann nur noch dahin und dann ist gut. Aber natürlich hat der es jetzt da überlebt. Oh, meine Fresse, ehrlich mal. Oh, der war auch stark. Ja. Fällt's jetzt um oder nicht? Okay, da geht vielleicht noch was? Nö. Oder? Ich dachte, das hängt sich wieder gegenseitig auf, aber es bringt nichts, nachdem da drüben nichts hinfällt. Boah, es ist ärgerlich. So, also so ist schon mal ganz gut. Aber dann, es muss noch darüber. Ja, so. Aber jetzt hat der es wieder überlebt. Hey, das kann doch nicht euer Ernst sein. Jetzt hat der das wieder überlebt. Und da fällt auch nichts um. Ja, ja, wir haben wieder das unglaubliche Angry Birds Glück, das man benötigt. Ja, vielleicht sollte ich da doch lieber in die Richtung gehen, damit es auf jeden Fall darüber fällt. Ja, so muss ich das auf jeden Fall machen. Und dann hätte ich auch gesagt, dass ich auf jeden Fall irgendwie so schieße, dass es da... Dass der auf jeden Fall da kaputt geht und dann muss aber das auch umfallen. Warum fällt es nicht um? Warum fällt der eigentlich nicht um? Ach, wisst ihr was? Leckt mich gerade mal am Arsch. Das wäre eigentlich die beste Lösung, ne? Okay, also ich wollte das so machen, damit das auf jeden Fall nach da drüben umfällt, aber dann überlebt meistens der andere. Also der da. Immer sogar, wenn ich das mache. Und das gleiche gilt für den da drüben, ne? Ne, das gilt nicht für den da drüben. Und wenn ich das jetzt nur irgendwie so machen könnte, dass die beiden draufgehen. Aber es geht nicht. Das heißt, ich muss es versuchen... Ja, garantiert so. Garantiert so? Alter, mach mich jetzt nicht wahnsinnig. Das ist doch noch... Ja, ja, bitte komm, fall... Ja, ja, genau, genau. So, und wie gesagt, hier muss ich jetzt auch wieder Glück haben, dass das auch der da drüben umfällt. Und natürlich habe ich diesmal... Okay, ich habe das Glück. Und jetzt chill ich, bis alles vorbei ist. Dankeschön. Okay, dann haben wir wenigstens den Scheiß geschafft. Also wenigstens mal geschafft, das ist schon mal wichtig. Und wahrscheinlich gibt es ab 120.000 die 3 Sterne, oder? Natürlich. Garantiert. Garantiert und nein, leck mich. So. Was ist denn das schon wieder für ein Kack hier? Ja, da geht man als erstes mal aufs TNT, das ist ja wohl irgendwie klar. Und dann fragt man sich... Was jetzt? Ernsthaft. Was jetzt? Ah, Moment mal. Das könnte natürlich auch so gehen. Das heißt, ich aktiviere das TNT, indem ich den da dagegen schieße, dass der da runterfällt. Aha. Das ist ja schön und gut. Das erklärt aber nicht, wie ich dann da drüben agiere. Wie soll ich da schießen? Scheiße. Scheiße. Also so nicht. Okay, ja. Das TNT bringt auch so ungefähr nichts. Okay, das ist viel zu eng hier. Und was würde ich überhaupt mit dem letzten machen? Dann würde ich auch noch dahin schießen, oder? Wow, Weltklasse. Weltklasse. Können wir gleich mal so probieren. Reißt das raus? Ja. Genau so. Ich glaube, so muss man es auch machen. Dann geht nämlich der ganze Turm da drüben kaputt. Und jetzt muss ich... Jetzt muss ich sogar hier daneben schießen. Damit ich da rein kann. Leute, das muss man so machen. Glaubt's mir, weil mit dem letzten kann ich jetzt den Sack zumachen. Es sei denn natürlich, der überlebt es hier. Die überleben das auch noch beide. Das ist ja Verarschung ersten Grades, habe ich das Gefühl. Also das ist schon mal ein ganz guter Start hier. Gut, der Rest ist scheiße. So muss es nämlich eigentlich sein. Ja, und mit dem letzten würde ich dann eigentlich... Ja, das geht auf jeden Fall so nicht. Oh, das war zu knapp, oder? Nee... Doch, es war zu knapp. Weil dann überlebt er das. Der schwierigste Schuss ist ja eigentlich eh der. Also muss ich mit dem auch anfangen. Wobei, den habe ich, glaube ich, sogar mehr drauf als den anderen. So, und dann gehe ich mit dem da drauf. Nämlich genau hier. Das war schon richtig. Da bricht nämlich der ganze Turm hier zusammen. Und mit dem letzten schieße ich dann so, dass ich auf jeden Fall alles kill. Den Rest halt. Oh, fällt es runter? Ja, es müsste gehen, oder? Es müsste gehen. Ja. Sind alle kaputt und es gibt sogar noch mal ein paar extra Punkte. Komm auf 50.000, läuft, reicht mir. Und gibt nicht die vollen 3 Sterne, aber ist mir auch egal. So, was machen wir hier? Hier ballern wir auch einfach erstmal hier quer rein. Ja, sieht gar nicht so schlecht aus. Dann wird es allerdings schwierig. Was machen wir dann? Warten. Rest wird... Es lebt ja eh nur noch einer. Das heißt, ich müsste rein theoretisch wirklich nur noch warten. Und den darüber schieben. Ja? Ja? Ja, läuft. Das muss es sein. Besser kann ich mir das schon fast gar nicht mehr vorstellen. 75.000 Punkte. Passt. Ne, ernsthaft passt, aber wie ich hier schon wieder 3 Sterne kriegen soll, I don't fucking know. Okay, wir fangen hier an, indem wir mal darüber schießen. Denn, das geht besser. Moment. Ich sagte, das geht besser. Ja, so in etwa. Genau. So, was ist das für eine Riesenzwiebel hier? Oh, und der fällt sogar noch da drauf. Oh, und der aktiviert noch das da? Okay. Und der tötet sogar noch den... Okay, das war ja gar nicht mal so scheiße. Und jetzt schießen wir noch den da drüben hin. Machen damit den Rest kaputt. Natürlich überlebt er es da ganz unten drunter. Ui, und dann habe ich auch ein Problem. Dann kriege ich nämlich den da nicht. So, das würde ich jetzt schon noch schaffen, aber... inklusive dem keine Chance. Okay, keine Ahnung. Also dann war das wahrscheinlich gar nicht mal so dumm, was ich da am Anfang gemacht habe, dass ich zuerst hier schieße. Dann war das scheinbar wirklich gut. Dann muss der wirklich so hart hier noch rollen. Also das ist auch wirklich hier beabsichtigt mit dieser Schanze. Dass der das hier noch umhaut. Dann normalerweise müsste zurückfliegen, dass er den da tötet. Boah, ey. Also das wird knifflig. Genau so muss der in etwa sterben. Aber das reicht dann natürlich nicht. Also da habe ich jetzt schlecht geschossen. Was ist, wenn ich zuerst mit dem in die Richtung gehe? Wäre das auch möglich? Dass ich dann mit dem zweiten halt hier einmal hier quer Wumms mache? Ja, wäre wahrscheinlich auch möglich. Das muss ich aber natürlich dann gleich mal ein bisschen besser machen. Und zwar mal so in etwa. Ja. Ja. Und wenn der jetzt da noch irgendwie hier was kaputt macht. Ja. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Jetzt überlege ich gerade. Soll ich jetzt mit dem da einfach quer reinballern? Ja, ich glaube, mit dem baller ich jetzt erstmal hier rein. So. Und du fällst jetzt bitte nochmal schön hier auf unsere Bonuspunkte. Ast rein. Und mit dem letzten mache ich hier Schluss. Ja. Schön wäre es, wenn der Turm jetzt natürlich noch umfallen würde. Tut er sogar noch einigermaßen. Und holt uns noch ein paar Punkte raus. Aber... nicht mal ansatzweise welche gut. Okay, mittlerweile wird es schwieriger. Wir kriegen immer mehr nur 1 Sterne. Aber, ja... wir sind auf dem Weg, das Ganze zu beenden. Im nächsten Part sehen wir dann Level 19 bis 24 und dann kommt auch schon so langsam Finale. Und naja, mit der Aufholjagd natürlich noch. Aber das sehen wir dann beim nächsten Mal. Haut rein!